Herzlich willkommen zur vierten WM-Folge. Heute mal mit Kamerun als letztes Favorit, nein, nicht Favorit, Gruppenteam in der Liga A. Gruppe A. Und ja, da haben wir dann Karmani im Tor. Dann kommen wir dann auf die linke Abwehrseite. Das ist dann Bedino von Lyon, eigentlich ein Bekannter. Dann haben wir einfach einen Kalou, eigentlich auch sehr bekannt. Und dann kommt der von Galatasaray, heißt Non-Call. Kommen wir zum Rechtsaußen, das ist Angeber. Ich nenne ihn wahrscheinlich auch in den Angeber, weil das ist ein bisschen so schwer zu sagen, den auszusprechen. Dann haben wir vom FC Barcelona den Song. Dann kommen wir zum LM, das ist dann Olinga. Und rechts haben wir dann Mokandio mit 91 Stamm. Auf der Bank haben wir dann noch Tubomotti. Dann haben wir einmal Overton mit 82 Tempo und Mimbier als TM mit 77. Und dann haben wir noch Samuel Eto'o mit Assist. Kommen wir auch zum ersten Spiel. Die Trikots kommen, das klassische Werder Bremen Trikot. Sieht schon sehr ähnlich aus, weil man bekommt jetzt nicht diese ganzen Strukturen. Da spielen wir gegen ein Non-Rare Barclays Team mit Distin. Der Distin ist einfach mein Lieblingsspieler in der Abwehr für Frankreich. Und dann Spitze. Haben wir schon die erste gute Chance. Ritter hat den Ball eigentlich schon verloren, aber er kämpft und schon wieder zurück. Eckball. Ja. Dann kommt der Fehler von mir. Der Fußball Ramsey kann aber mal durchlaufen. Was sagt der Torwart? Aber er sagt, hier er ist Endstation. Kein Tor gemacht. Gott sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte jetzt. Oh! Kommt dieser Flipper aus und der Diaby. Diaby ist so verziehen drauf und macht das Tor zum 1:0 für den Gegner. Dann kommen wir erstmal zusammen in den Turm mit dem Rhino. Pass zu Moncadio. Das sieht er dann. Overton zu Samuel im Tor. Samuel und der Ball ist im Tor. Vor richtig. Ja. Der Rainbow-Film war ein bisschen. Ja, war schon richtig gut. Da hat er dann den Torwart nicht gehört. Da hat er dann den Spieler rausgeholt. Aber jetzt kommt Song. Song macht sehr gut. Und da kommt dann Moncadio. Aber der kann vielleicht schießt das noch weh. Und Song schießt dann nur drauf. Ja, nicht ganz knapp dabei. Oh, kommt der Gegner mit diesem Fehler. Dann Samuel Eto'o darf hier noch einen Sieg machen. Und da steht es auf 2:1. Pfeift der Schiedsrichter überhaupt noch mal an nach diesem Tor. Und da geht er zu den Fans, zu dem Trainer. Dann kommt Overton. Shit. Mukaili. Und da steht dann Samuel Eto'o. Der Tor kam irgendwie auf und drauf. Dann kommen wir das Spiel zum nächsten, wo wir 3:0 gespielt haben. Da habe ich aus Versehen falsche Drittel genommen. Und ja. Und er mit einem Liga-Baby-Fahrer. Haben Achtung, wir spielen genau wir dann gegen den mit Pepe mit seinen Haaren. Aber dann kommt Dani Alves flank rein und da ist dann Diego Costa mit dem neuen ordentlicher Dämpfer für die Aufstiegshoffnung. Ja, jetzt sind gute Nerven gefragt. Schließlich reicht ja ein Unentschieden. Also noch Dani Alves. Dann kommt Dani Alves nochmal. Jetzt wäre es an dieser Sieg. Ja! Nein, das geht er rein! Und da steht dann Jesse Rodriguez, der dann auch bei uns in der spanischen Mannschaft mit dabei spielt. Die Flanke kommt gut. Jetzt kommt endlich mal Moncadio und da steht Samuel Eto'o zum 2:0.
das zerstört. Er hat den Ball sofort verarbeitet und der Ball ist Pedro oh je, macht das Ding rein zum 3 Tor. Der wird mit diesem Treffer noch unwahrscheinlicher. Da wäre schon eine echte Aufholjagd nötig. Und Diego Costa, aber was macht denn da der Keeper? Er macht dann Diego Costa das Tor nach dem Fehler vom Keeper, der ihn einfach weghauen will. Aber dann kommen wir zu Nummer 3 des Spiels. Gegen Real Madrid. Und sein Team besteht aus Benania in Form, zwei Colombianer, Muriel. Jetzt hat der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Etor, das ist das Tor! Ja, und dann ist der Ball bei Samuel Etor. Und er läuft dann mal kurz an den kurzen Pfosten und macht das Ding. Nein. Quadrado sieht in der Mitte Balotel und er hat einen Balotel in der Halbzeit eingeworfen, reingewechselt und der Balotel macht bei ihm einfach alles, wie man hier sehen kann. Er macht dann noch Zweikampf, ein Tor. Da seht ihr das dann. Kommt erstmal der schnelle Konter von Samuel Eto'o. Keiner ist da. Auf flankt mal rein und dann ist das 2-1. Ball war im Tor aus. Eckball. Ja, und jetzt kommt Balotelli. Mario Balotelli. Jetzt ist hier Spannung drin. Jetzt ist alles wieder auf. Und da macht er dann das Tor. Und das war's mit dem Treffer. Also, hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis Dienstag zur spanischen Folge.